just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal und wir machen weiter mit der nächsten Folge von Greater Club Karriere mit unserem mit meinem eigenen Verein, den Black Panthers. Geht's heute weiter in die nächste Episode in der gegen Köln, unser erster Gegner. Wir sind schon tief, wir sind am Anfang November, wir haben uns vorgekämpft auf Platz 7, bisher super stark. Und ja, das kann man so auf jeden Fall sehen. Bevor wir aber mit dem Video richtig loslegen, kurze Sache schon mal. Ich habe in den Kommentaren gelesen im letzten Video, dass man sich Sherky wünscht für später. Klar, 19 Jahre alt, talentierter rechter Flügel oder linker Flügel, kann man natürlich easy umbauen, hat 5-5, das ist alleine schon sehr genial, kann sich super gut, ist ein beweglicher Spieler und daher habe ich auch mega Bock drauf, weil wir brauchen da schon wahrscheinlich irgendwann ein Upgrade als linkes Mittelfeld, darum könnte das eine sehr gute Verpflichtung sein. Dann außerdem soll ich, wenn ich Spieler verkaufe in der Wintertransferphase, wo wir ja fast davor sind, soll ich dieses Geld in einen besseren Scout stecken, beziehungsweise ja, einen Scout holen, der dann für uns Leute scoutet und so weiter, weil sich das noch lohnen würde für uns. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Liegt das gerade im Moment nicht so gut, dass wir jetzt hier alles weghauen. 300k gerade mal, das ist jetzt nicht gerade viel. Aber mal gucken und dann gehen wir mal rein in das erste Spiel. Und das Spiel gegen Köln wird auch direkt selber gezockt, vor allem weil es direkt ein Heimspiel ist. Und ja, Köln ja eigentlich auch schon eher zu den Bundesligisten gehört. Und wenn man in echt guckt, wo die stehen, dann ist es auf jeden Fall ein Bundesligist. Ja, ihr wisst ja, wir sind ein bisschen ersatzgeschwächt. Aber kommen wir gleich dazu. So, und so geht's rein in die Partie gegen Köln. Eigentlich, wie gesagt, keine Veränderung. Ich habe jetzt einmal verändert. Guedes hat jetzt dieselbe Gesamtstärke wie Groß. Darum spielt er mal von Anfang an. Klar, Jäger natürlich logischerweise drin für Burkhardt, da der ja im Moment nicht spielen kann. Und so sieht das bei Köln aus. Horn im Tor, dann interessant, Skiri auf der 6. Paredes und Semedo, Anderson, Schaub und Hamdala spielen vorne im Sturm. Auch sehr interessant, Modesto auf der Bank, Gray haben die sich geholt. Also eine sehr interessante Kölner Mannschaft. Und dann geht's rein ins Spiel. Das ermöglicht uns Räume. Guedes, oh mein Gott. Wo schießt er den denn hin? Was? Eieieiei, den trifft er ja überhaupt nicht. Riesenchance. Ja, was sagen wir da? Also Köln, ja, spielt sehr hohes Pressing. Das ermöglicht uns schon den ein oder anderen Konter zu setzen. Drehung von Kühn, 1-0. Kurz vor der Halbzeit machen wir die Führung. Ganz stark gespielt. Da haben wir uns ein bisschen festgesetzt in der Hälfte von den Kölnern. Und dann machen wir das 1-0 durch Kühn. Und mit dem Ergebnis geht es dann auch in die Pause. 1-0 Führung für uns. Die ist auch, ja, auch nach Statistik sehr verdient. Köln hat bisher noch nicht viel gemacht, aber wie gesagt, die pressen halt mega früh vorne und dadurch haben wir halt auch Räume, um uns durchzuspielen.
Und das müssen wir einfach nur weiter ausnutzen in der zweiten Halbzeit. Und dann sollte hier vielleicht dann doch ein Überraschungssieg möglich sein. Den rettet Schneider und den auch. Da ist mal ein bisschen Platz. Jäger ist jetzt nicht der Schnellste, aber hat das Auge für Kühn. 2 zu 0. Der erste Konter sitzt von uns. Jäger geht da ganz alleine und dann hat er das Auge für Kühn und der muss ihn nur noch über die Linie drücken. Hat den Blick für Traoré und Horn holt den absolut stark raus. Die nachfolgende Ecke ist auch nicht schlecht und wieder ist Horn da. Hier nochmal in der Wiederholung, wenn du siehst, Ecke und dann ja, starker Kopfball, aber auch ganz stark gehalten von Horn. Und damit gewinnen wir diese Partie mit 2 zu 0 gegen den FC Köln. Das sind ganz wichtige 3 Punkte. Und damit behalten wir auch unsere Siegesserie bei, die wir ja im Oktober aufgebaut haben. Damit jetzt das fünfte Spiel in Folge mit einem Sieg. Doppeltorschütze Kühn, ganz starke Leistung. Und mit diesem Sieg springen wir erstmal auf Platz 4, 22 Punkte nach 13 Spieltagen. Ja, also für mich klar, natürlich wäre ein Aufstieg viel zu früh, aber wir sind auf jeden Fall schon mal da unten raus und das ist erstmal das Wichtige, dass wir uns da unten fernhalten. Und wenn wir da oben uns festigen, ist es auf jeden Fall auch nicht schlecht für uns. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellenvierten aus Regensburg und ja, das wäre natürlich schön für unsere Form, wenn wir da auf jeden Fall punkten würden bei Regensburg. Das tun wir auch. 1 zu 1 gegen Regensburg. Wir bleiben auch erstmal unbesiegt. Bisher in diesem Monat 23 Punkte haben wir jetzt. Sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. So, kleines kurzes Update. Ich habe ja hier diese Globals, diese Scouts auch hier mal losgeschickt. Beziehungsweise habe ich hier die ganze Zeit hängen. Und ich gucke da immer mal manchmal rein, einfach. So als Spaß. Beziehungsweise einfach mal zum Reingucken. Und finde hier einfach Jorge Andrade. Rechter Flügel, linker Flügel. 71 mit 19 Jahren. Schreibt gerne, na gut, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Wir können natürlich vor der Transferphase abbrechen, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber das ist schon ein sehr, sehr starker Spieler. Ja, und also da bin ich sehr überlegen, ob wir uns den holen können, weil wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung. Auch wenn jetzt Cardoso auch auf einer 70 ist. Aber dann können wir einen von den Spielern wie Traoré, Schneider oder Vogel halt verkaufen bzw. verleihen, damit die halt auf ihre Spielpraxis kommen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen auf der linken Seite. Also, mal gucken, wie wir das machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler. Wir gehen jetzt aber erstmal rein in die Partie gegen Kiel. Auch ein sehr starker Gegner. Und wir gewinnen 4 zu 3. Ganz stark Kühnstein, Jäger und Jäger. So mit Doppelpack. Sehr, sehr stark, wie der im Moment Burkhardt ersetzt. Und wir haben eine gute Nachricht. Johnny Burkhardt ist wieder in der ersten Mannschaft. Also kann wieder mittrainieren mit der ersten Mannschaft. Das heißt, das sollte wieder für die Startelf reichen im nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellen 17. aus Rostock. Also ihr seht selber, Burkhardt ist doch nicht fit für das Spiel. Das heißt weiterhin Jäger vorne in der Spitze. Und mit dem gewinnen wir 2 zu 1. Cardosa und Okafor machen aber die Tore. Aber das ist trotzdem sehr, sehr wichtig, da zu gewinnen gegen einen Konkurrenten. Jetzt sind wir einfach schon Dritter in der Tabelle. Das ist unfassbar. Also die Mannschaft entwickelt sich mega gut. Und vor allem jetzt geht's gegen
wird. Und die meisten haben es wahrscheinlich schon erwartet, dass wir dieses Spiel natürlich selber spielen werden mit Johnny Burkhardt vor allem, der wieder zurückkehrt. Und nein, wir haben Schnee und ich habe den Ball nicht geändert. Na gut, dann ist es halt so. Auf jeden Fall 17. Spieltag gegen Kräuter für den Tabellenführer zu Hause. Da sollte doch einiges Möglichkeit. Ja, der Ball, den kann man gut erkennen. Ist wenigstens ein bisschen blau-orange. Dann gehen wir rein in das Game. Bukofo hat sich gut den Ball genommen und Johnny Burkhardt mit der ersten Möglichkeit in dieser Partie für unsere Mannschaft. Wir bleiben dran, Okafor! Guter Ball, Cardoza, und das ist das 1:0 in der 27. Minute. Cardoza macht es. Das war diesmal ein früher Ballgewinn von uns. Und dann können wir daraus nutzen, Guendouzi, Klasseübersicht und dann Kühn weiter auf Cardoza, der den dann da oben in den Knick rein zimmert. Guendouzi, gute Chance von Matteo Guendouzi. Oh, den Fehler von Fürth, den nehme ich gerne mit. Und Burkhardt macht's! Ganz wichtig! Den noch rüber gekriegt zu haben und Johnny Burkhardt nach Verletzung erstes Spiel und dann macht er direkt das 1, sein erstes Tor, das 2:0 in dieser Partie hier. Den Fehler vom Fürth sieht man jetzt nicht mehr, Ballverlust im Aufbau und dann Kühn legt ihn super rüber und Burkhardt muss nur noch einschieben. Und das ist dasselbe wie gegen Köln. Fürth, wie gesagt, presst früh, aber wir können uns da super befreien in unserem 4-4-2-System, können da früh die Bälle nach vorne spielen und haben dann ganz viele Anspielsituationen und darum sind wir auch klar überlegen in dieser ersten Halbzeit und führen auch komplett verdient mit 2:0. So, da die lange brauchen für den Freistoß, wechseln wir jetzt einfach aus. Hoffe ich zumindest, dass er das jetzt gemacht hat. Ja. Er macht es jetzt, führt. Und jetzt wechseln wir. Traoré und Jäger kommen rein für Cardoza und Burkhardt für die beiden Torschützen. Jetzt hoffe ich mal, dass er den Freistoß jetzt auch endlich mal ausführt. Oh mein Gott, Schneider! Wir kommen prinzipiell einfach nicht mehr aus unserer Hälfte raus. Holzer kriegt den nicht geklärt, aber Schneider ist da. Wir wechseln einfach nochmal zum Ende hin. Guendouzi geht raus, Groß kommt rein. Ab und dann ist auch das Spiel vorbei. 2:0 gewinnen wir auch gegen Kräuter Fürth. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel passiert, aber es war trotzdem ein verdienter Sieg. Fürth erst in den letzten Minuten. Er hat uns das Leben schwer gemacht, aber sonst waren wir die klar bessere Mannschaft und konnten den Tabellenführer besiegen. Und damit sind wir jetzt einfach kurzzeitig zumindest zweiter Platz, setzen da ein bisschen Schalke unter Druck. Mit 32 Punkten nach der Hinrunde, das hätte ich komplett, also so wie die Hinrunde gestartet ist, hätte ich 32 Punkte nie im Leben gedacht, dass wir die holen in der Hinrunde, 32 Punkte. Das heißt 8 Punkte noch für den Nicht-Abstieg und ja, das war ja unser Ziel. Was ich aber als erstes gemacht habe, auch wenn ich mich da vielleicht ein bisschen unbeliebt gemacht habe, ist ja, einen diesen freien Spieler Jorge Andrade zu holen. Der kostet normalerweise 4 Millionen. Uns hat er jetzt mal gar nichts gekostet und der kommt jetzt einfach gratis zu uns. Ich finde jetzt auch nicht, dass das irgendwie schlimm ist, weil mehr werden wir wahrscheinlich auch nicht machen in dieser Saison. Zeigt großes Potenzial, ist jetzt auch nicht irgendwie ein kompletter Cheat oder so. Gucken wir, 21 Wochen dauert es für Linksmittelfeld, Rechtsmittelfeld genauso lange. Darum, klar, linkes Mittelfeld wird er jetzt trainieren. Und wie gesagt, da haben wir sowieso ein Backup gebraucht, weil wir einfach nichts auf dieser Linksmittelfeldposition haben. Lehmann ist auf der Transferliste, Traoré ist jetzt nicht der allerstärkste. Und darum kann er weg und ja, Vogel werden wir jetzt auch erstmal auf die Leihliste setzen.
damit er jetzt nicht komplett einbricht. Ja, und damit haben wir zumindest einen Transfer getätigt schon mal. Und ja, damit uns den keiner weggeschnappt hat, auch noch vor der Transferphase. Und ja, da für ihn macht jetzt natürlich erstmal Vogel auch Platz auf der Bank. Geht mal wieder gegen Rostock und jetzt diesmal aber mit Burkhardt in der Startelf und auch diesmal gewinnen wir 2:0. Burkhardt und Traoré. Kühn verballert zwar ein Elfer, aber wir gewinnen halt trotzdem. Und das sind wieder wichtige 3 Punkte. Ja, und ich habe jetzt so ein bisschen eigentlich aus meiner Sicht für mich die Befürchtung, jetzt sind wir sogar Erster in der Tabelle, dass wir hier aufsteigen. Und ich finde, wie gesagt, wenn wir aufsteigen, wäre das viel zu früh, weil wir in der ersten Liga wahrscheinlich komplett auseinandergepflückt werden. Und das bringt uns an sich auch nichts, wenn wir dann am Ende in der ersten Liga dann dastehen und wieder absteigen. Aber mal gucken. Auf jeden Fall beginnt jetzt erstmal die Transferphase und ich hoffe einfach, dass wir den ein oder anderen Spieler, den wir auf der Liste haben, das sind ja ein paar, einfach loswerden können. Weil die werden nicht viel Geld einbringen, aber zumindest ein bisschen was und das wäre schon mal auf jeden Fall wünschenswert, den einen oder anderen Spieler zu verkaufen. Vor allem als Tabellenführer der zweiten Liga einfach. So, die erste Meldung in der Transferphase ist, dass wir Till Vogel für 2 Jahre zu Moreirense FC, keine Ahnung, welcher Verein das ist, Portugal irgendwo, ausleihen, damit er jetzt auf Spielpraxis kommt. So, das nächste Spiel ist jetzt wieder gegen Kiel, gegen die haben wir heute ja auch schon gespielt. Das schnell simulieren wir ganz schnell weg und da gewinnen wir auch in der Schnellsituation mit 2:1 Stein und Kühn mit den beiden Treffern für uns. Damit verteidigen wir unseren ersten Platz. Hier ist eine Übereinkunft bei Jäger, aber das werde ich nicht annehmen. Das ist mir einfach zu wenig Geld für ihn. Unsere Spieler sind nicht alle fit, aber wir probieren es halt trotzdem. Gegen Nürnberg gewinnen wir auch 2:0. Guendouzi und Kühn. Und Kühn ist eine richtige Tormaschine, wirklich. Der macht nicht nur im Spiel Spaß, sondern auch insgesamt 41 Punkte. Ich glaube, absteigen werden wir nicht mehr. Das ist fix. Und jetzt gucken wir mal, was da noch geht. Am Deadline Day angekommen. Nur noch 1 Stunde auf der Uhr. Gehen wir einfach nur noch die Top-Transfers durch. Varela geht zu Tottenham. Grafenberg geht zu Latium. Oder wie in echt Lazio Rom. Und Alvaro Soler geht zu Leicester City. Also da hat der ein oder andere zugegriffen. Ich glaube, der witzigste Transfer ist, glaube ich, Harry Maguire zu Piemonte Calcio, also zu Juventus Turin. Ich glaube, das machen die in diesem Leben nicht mehr und das sollten sie auch lieber nicht tun. Wir haben nicht viel getätigt, keinen einzigen Kauf. Der Ballspieler war ja vor der Transferphase. Darum reicht das auch und finde unsere Mannschaft eigentlich relativ gut genug dafür, auch dieses Jahr gut abzuschließen. Egal, ob das jetzt was mit dem Aufstieg zu tun hat oder am Ende nicht, aber 41 Punkte nach 20 Spieltagen ist schon sehr, sehr gut. Vor allem dieser Andrade ist natürlich ein sehr guter Spieler, aber Linksmittelfeld ist mir gerade eingefallen, gibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Warum machen wir ihn nicht zum Stürmer? Das dauert zwar über ein Jahr, aber das ist ja nicht so schlimm. Weil Kühn, wie gesagt, nichts gegen Kühn, aber Kühn wird nicht jünger. Und dann könnten wir ihn dann da vorne hinstellen, wenn Kühn schlechter wird als er. Und dann hätten wir da einen guten Spieler da vorne drin. Bisher, wie gesagt, erstmal Ersatzbank. Klar, das Schießen ist nicht gut, aber das Schießen ist jetzt auch nicht viel besser bei Kühn. Der hat halt nur +7, weil er halt die Sharpness Werte brutal hat. Darum ist er so gut unterwegs. Aber das wäre so meine Idee. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben dann, ob das auch eine gute Idee ist aus eurer Sicht. Und dann geht's heute in das letzte simulierte Spiel rein gegen Darmstadt 98. Gibt es da noch mal einen Sieg? Ja, 3:1 Kühn, Guendouzi und nochmal Kühn.
Das macht's perfekt bisher, diese Episode. Keine einzige Niederlage. Nächsten Episode dann halt der ganze Februar, der ganze März, April und vielleicht auch noch der Mai. Also vielleicht beenden wir schon die erste, zweite Liga-Saison. Und mal gucken, ob wir vielleicht am Ende dann doch einen Aufstiegsplatz haben. Das wäre natürlich aus meiner Sicht eine Saison aus meiner Sicht zu früh, aber natürlich trotzdem krass, wenn wir das hinkriegen würden. Die Mannschaft hat sich aber auch brutal entwickelt. Natürlich immer noch nicht wirklich komplett krass, aber trotz alledem ein Grealish, der es jetzt in die A-Mannschaft geschafft hat, oder auch ein Kondosi, der jetzt auf der 82 ist, Burkhardt 75, Kühn, bisschen runtergegangen, aber Okafor ganz stark entwickelt auf eine 77. Also der Mann ist einfach absolutes Beat. Cardosa entwickelt sich richtig stark. Die Abwehr auch, auch unser Keeper. Aber wie gesagt, ob das dann für die Erstliga reicht, das sei mal dahingestellt. Für die zweite im Moment reicht es. Und ja, Schalke ist einfach nur Siebter. Wir gucken mal, was wir dann in der nächsten Episode rausholen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Würde mich mega freuen. Und auch gerne den Daumen da lassen. Dann sehen das viel mehr Leute. Und das dauert nur eine Sekunde. Und dann helft ihr mir persönlich sehr weiter. Und dann bin ich erstmal raus und wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.